So, willkommen hier mit einer abgesägten Dings und einer Spitzhacke. Oh ja, dieses abgesägte Teil, das ist amazing. Oh, wir sind tot. So. Versuchen wir mal mit diesem abgesägten Gewehrchen und zwei Granaten und einer... Für mich ist das eine Spitzhacke. Egal, was ihr sagt. Wir spielen jetzt hier was anderes. Was hat er geschrien? Na, egal. Versuchen wir mal. Wir müssen mit dieser kleinen Kerbe hier zielen, die wir haben. Und die Waffe ist... Ach so, ja. Die Waffe ist extrem unpräzise. Aber sie hat dafür ein Magazin. Anstatt, dass wir Clips reintun. Die hier wurde als Grabenwaffe gemacht, damit man eine Art Waffe hat, die effektiv ist im Graben. Man hätte vielleicht einfach nur ein paar mehr Revolver und Pistolen aushändigen sollen. Anstatt so ein monströses Teil zu machen. Alter! Wir schaffen es nicht, da gerade mal über die Mauer zu gucken. Will, aber in den Graben. Dass wir jetzt so weit nach hinten gedrängt wurden, das ist heftig, oder? Wir werden mal ein bisschen mitlaufen und uns dort kurz erholen. Ausdauertechnisch. Und mal gucken, was dieses Zauberteil auf Range kann. Oh ja, präzise wie eh und je. Und da sitzt ein MG, das treffen wir aber nicht. Und go. Wir müssen nah genug rankommen, wir sind Grenadier. Wir müssen nur nah genug für eine Granate rankommen. An den Bunker da vorne. Oh ne, da sind wir noch nicht nah genug für dran. Ich werde mal von hier die erste Granate werfen. Ne, die ist noch nicht weit genug, ne? Ach, scheiß drauf. Nein! Das war so knapp. Die Granate hätten wir beinahe in den Bunker bekommen. Oh, perfekt. Nicht choken. Granate und... Oh Gott, sind da viele. Okay, zwei. Wir haben sie. Bunker ist sauber. Au. Bunker ist sauber. Guckt der in unsere Richtung? Okay, da kommen wir schon wieder nicht ran. Aber wir müssen auch mal nachladen. Maschinenpistole. Das hätte noch nach hinten losgehen können mit der Maschinenpistole, aber okay. Oh Gott, wir müssen jetzt ernsthaft wieder den ganzen Weg nach oben laufen. Na gut. Es hätte auch gut ausgehen können mit der MP. Aber man rechnet nicht damit, dass eine MP18 um die Ecke kommt. Drecksturmtruppen. Der Bunker sieht auch wieder aus wie mit einem MG bemannt. Wir werden mal hier kurz unsere Ausdauer regenerieren.
Okay, wir gehen hier vorne rein. Und versuchen mal durchzukommen. Wir werden aber eine Granate da reinwerfen. Und das Gewehr in der Hand behalten, anstatt auf die Grabenwerkzeuge zu gehen. Ah, ich dachte, auf der Seite wären Leute. Ich dachte, ich bin nicht alleine auf die Seite reingegangen. Komm. Wir kommen da irgendwie schon rein. Lass mich bei dir spawnen, danke. Wir haben leider keine Range. Also wir können ja so viel wir wollen. Oh mein Gott, ich will hier vorne in den Graben. Hinlegen, hinlegen. Legen! Legen! Na! Ah! Das Spiel mit der Steuerung manchmal. Manchmal bin ich unzufrieden mit der Steuerung. Okay, sie kommen, sie pushen. Aber wir halten die Line. Repetier. Und wir sind tot, aber. Wiederum haben wir den bisschen verzögert. Ich zieh mich doch nicht zurück. So, wir spawnen vorne bei unseren Leuten. Wir sind leider ein Nahkämpfer. Deswegen, also selbst ein Revolver hat eine bessere Reichweite als dieses Teil. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir machen. Wahrscheinlich erstmal Granate 1, Granate 2 und zurück. Leider nix. Leider mit keiner der Granaten Glück gehabt. Manchmal geht sie auf Entfernung. Und manchmal nicht. Aber keine Sorge, ich bin sozusagen unser Grabenkämpfer. Ich bin diejenige, die Person, die auf jeden Fall die ganze Zeit hier durch die Gräben rennt und guckt. Oh, wir verlieren hier auf dieser Seite tausende Leute. Perfekt. Mit einem... Oh mein Gott. Mist. Da wollte ich auch nochmal Nahkampf ran, weil, naja, Nahkampf halt. Okay, wir können ja gleich wieder an der Frontlinie einsteigen. Das ist gut bei unserem Squad oder unserem Team. Machen wir das mal. So. Da kommt uns eine Lewis entgegen, aber wir können uns aneinander vorbeiquetschen. Gucken wir mal kurz hier rüber. Schnapp. Oder Fang. Den will ich aber trotzdem nicht reinlassen. Oh, ich habe das Gefühl, da drüben wird es problematisch. Oh ja, wir haben sogar einen mit der Granate erledigt. Da kommt schon wieder eine Maschinenpistole. Aber hatte keine Chance gegen mein abgesägtes Rifle. Eine abgesägte Schrotflinte von mir aus okay, aber das hier? Das ist widerlich. Oh. Ich hoffe mal, das ist unser. Na? Ne, noch niemand drin. Wunderbar. Wir können durchladen. Und runter hier von der Leiter. Oh, Gott sei Dank. Oh, die sind schon wieder da oben am Graben.
Gut. Wiedereinstieg. Komm, Leute. Dieser Graben bleibt unser Graben. Sicherheitshalber da eine Granate hin, weil da wird gerade ganz viel gestruggelt. Hier vorne wird auch gestruggelt. Oh mein Gott, wir haben sogar einen Hitmarker gemacht. Perfekt. Zwei Leute. Oh, da war neben mir einer. Okay. Ich weiß nicht, was das hier heißt. Na gut, das Video ist ab 18, egal was da steht. Ja. Mittlerweile nicht. Jetzt doch. Wunderbar. Und noch ein Granatenkill. Wunderbar. Ein Belgier. Wir werfen mal hier schräg eine Granate. Oh mein Gott. Hitmarker. Alter, da sind schon wieder 800 Deutsche vor unserem Graben. Können die nicht einfach nach Hause gehen? Wie wäre das? Nicht für einen sinnlosen Krieg sterben hier in einem schmutzigen Graben. Geht nach Hause. Ja, den kriegen wir so nicht. Dieser Graben sieht komplett geklärt aus. Okay. Das ist sicher. Oh lol. Hätte erwartet, dass ich ihn treffe. Na gut. Komm. Respawn und, na, gib mir mein tasty Spawn an der französischen Versorgungslinie. Okay, das ist viel zu weit an der Frontlinie. Oh mein Gott! Okay. Ja. Gut, ich mach gleich mal einen Schnitt, damit ich mir mal angucke, was wir nächste Runde denn schon machen. Für eine Loadout. Ungefähr so müsste gehen. Guck. Alter, haben die Granaten gut reingehauen. Ha! Ich hab dich mit dem Feldspaten! Noch, oh, hier hinten. Können wir diesen Panzer hier benutzen? Der sieht noch gut aus. Können wir nicht auch damit machen? Als Verteidigungsunterstützung sind die gar nicht mal schlecht. Stellst du da einfach diese Panzer in so einer... Ah, Tankgewehr, vergiss ich. Tankgewehr und die deutschen Haubitzen. Stimmt ja, die konnten ja ziemlich viel Schaden an den Dingern anrichten. Achso, wenn sie die Gräben... Das sind so Brücken, damit sie selber Versorgung eigentlich rüberkriegen. Aber wenn man natürlich in der Offensive ist, dann will man die natürlich nicht für den Feind haben. Aber was mache ich da eigentlich? Haben meine Leute aber so hinbekommen. Oh mein Gott, den haben wir bekommen. Wunderbar. Werfen wir mal eine Granate da rüber. Die andere eher so schräg dahin. Hitmarker, okay. Und ein Double Kill. Und da ist Gas und deutsche Truppen. Okay, beim Gas fällt mir nur eine Sache ein. Eine Maske aufsetzen. Und bei deutschen Truppen haben wir zwei Möglichkeiten. Schießen oder schlagen. Da diese Waffe aber für den Grabenkampf gemacht wurde, müssen wir nachladen.
bis zum nächsten Mal.